Mein Name ist Simon von Simon42 und ich will dir heute zeigen, wie du den Home Assistant Custom Store oder HACS bzw. HAX auch genannt auf deinem Home Assistant installieren kannst. Ja, was brauchst du für HACS oder eher vielleicht, warum brauchst du HACS überhaupt? Nun, bei HACS handelt es sich wie gesagt um den Home Assistant Custom Store. Das heißt also, das ist die Erweiterung aus Community Plugins, die es eben für Home Assistant gibt und die du dadurch installieren kannst. Es gibt also einen Unterschied zwischen den Plugins, die von der Community, also von anderen Benutzern bzw. Entwicklern erstellt wurden, oder zwischen dem Home Assistant Core. Der Home Assistant Core ist das, was wir bereits in einem anderen Video von mir installiert haben, also die Plattform an sich, die auf dem Raspberry Pi 3 oder 4 läuft im Regelfall. Und genau, HACS erweitert eben den Funktionsumfang um diese Custom Add-ons. Ja, wie installieren wir das Ganze? Prinzipiell relativ einfach und macht man eigentlich mit am Anfang seiner Installation von Home Assistant. Du gehst hier erstmal auf die Einstellungen, falls du es noch nicht gemacht hast. Nicht auf die Einstellungen, du gehst natürlich auf dein Benutzerprofil, hier unten. Und gehst anschließend hier in den erweiterten Modus. Der muss an sein, sonst siehst du dann gleich das SSH-Fenster nicht. Denn wir müssen uns zuerst mal ein Add-on installieren. Und zwar das Add-on für eine SSH-Konsole, damit wir also einen Befehl ausführen können auf Home Assistant. Dafür gehen wir jetzt aber wirklich auf Einstellungen, gehen hier auf die Add-ons und suchen hier einfach mal nach SSH, indem wir hier unten auf Add-on Store klicken. So, wir suchen mal nach SSH. Hier gibt es zwei Stück, einmal ein offizielles Add-on und einmal ein Home Assistant Community Add-on, was also auch ein Community Add-on ist, aber eben verifiziert wurde und deswegen in diesem Add-on Store hier lebt. Wir installieren ja gleich quasi noch einen zusätzlichen Add-on Store, wenn du so möchtest. Ich nehme hier immer das offizielle Add-on. Ich weiß nicht warum, beide gehen, kannst du dir im Zweifelsfall auch aussuchen. Also einmal raufklicken, hier auf Installieren, dauert dann kurz einen Moment und genau, so lange warten wir. So, die Installation ist durch. Jetzt können wir uns hier an die Konfiguration machen, bevor wir das Ganze starten. Hier in der Konfiguration müssen wir jetzt entweder Authorize Keys oder ein Passwort angeben. Das Passwort sollte natürlich sicher sein. Es steht auch unten drunter nochmal ganz klar, das wird nicht empfohlen, da eben dann jemand mit dem Passwort sich auf dein Home Assistant Zugriff verschaffen kann und dort alles tun kann, was er will. Du kannst das Add-on theoretisch aber auch, nachdem wir jetzt HACS installiert haben, wieder runterschmeißen oder deaktivieren, weil so oft braucht man das nicht und es gibt eigentlich jetzt nicht wirklich einen Grund, das laufen zu lassen, außer du bist ein Hardcore-Techie, der immer die SSH-Konsole aufhaben will. Bist du wahrscheinlich nicht. Also, das Passwort, was wir jetzt hier wählen, ich nehme jetzt ein ganz einfaches. Ich nehme einfach hier Password 123. Ist jetzt auch nicht wichtig dafür. Wir brauchen nämlich nur ein konfiguriertes Passwort, damit wir das Add-on überhaupt starten können. Sonst geht das nicht. Wir gehen hier also auf Save. Das war es dann eigentlich auch erstmal schon. Jetzt gehen wir hier auf Info, sagen, wir möchten das hier in der Sidebar angezeigt bekommen und sagen Starten. So, das Add-on läuft jetzt und hier links in der Seitenleiste haben wir jetzt Terminal. Da klicken wir einmal drauf und wenn wir hier raufklicken, kommen wir jetzt in das Home Assistant Terminal. Und hier müssen wir jetzt den Befehl eingeben, um HACS eben runterzuladen und das Installationspaket auszuführen. Den Befehl kopiere ich mir hier von hacs.xyz, das ist die offizielle Seite davon, docs setup download ist der Pfad dahin. Du kannst aber auch einfach den Befehl direkt eintippen, das ist wget-o Leerzeile, minus Leerzeile, https, Doppelpunkt, slash, slash, get.hacs.xyz, Leerzeile, pipe, Leerzeile, bash, Leerzeile, minus. Kannst du aber auch kopieren aus der Videobeschreibung oder aus der verlinkten Seite in der Videobeschreibung, ganz wie du willst. Also, wir kopieren die Zeile jetzt von hier und hier unten siehst du auch schon, Try, Control, Shift, V instead oder halt diese Kommandos hier. Wir müssen jetzt mal gucken, was bei uns hier in dem Plugin geht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es müsste Steuerung großschreiben und V sein. Genau, Steuerung großschreiben Taste, also Shift gedrückt halten und dann einmal V antippen. Dann wird das eben hier eingefügt. Steuerung V funktioniert nicht. Da machst du, wie ich hier, zwei Fenster auf. Braucht man nicht. Also, Eingabetaste. Was jetzt passiert, das Ganze wurde jetzt heruntergeladen. Das heißt also, jetzt wurde das Paket heruntergeladen und ausgeführt und eben entpackt. Das ist jetzt passiert und was wir jetzt erstmal tun sollten, ist Home Assistant einmal neu starten, wie hier auch steht. Das heißt also, wir gehen auf die Einstellungen oder auf die Entwicklerwerkzeuge, können wir eigentlich lieber hier drüber machen, sagen dann, wir gehen hier oben auf YAML, prüfen einmal die Konfiguration, why not, und dann sagen wir einfach neu starten.
Nachdem jetzt der Home Assistant neu gestartet wurde, gehen wir gleich in unseren Add-on-Store und suchen dort nach HACS, installieren das Ganze und genau, dann geht's auch schon weiter. Okay, der Reboot ist durch. Jetzt geht's also weiter. Wir gehen hier unten auf die Einstellungen, gehen hier auf unsere Geräte und Dienste. Und in den Geräte und Diensten suchen wir jetzt hier, also wir fügen eine Integration hinzu, so. Und jetzt müssten wir hier also HACS finden. Wenn wir danach einfach suchen, da sehen wir auch schon, da ist er, HACS. Einfach einmal auswählen. Jetzt müssen wir diese drei Sachen hier bestätigen. Also wir können hier natürlich jetzt einfach Brain AFK anhaken, aber wir sollten vielleicht kurz überlegen, was da steht. Also, da steht, du weißt, wie du die Logdateien von Home Assistant zugreifen und lesen kannst. Da steht, du weißt, dass es keine Add-ons in HACS gibt, also nicht wirklich, das sind alles Integrationen. Und alles in HACS ist Custom und eben nicht von Home Assistant getestet. Also die Sachen, die im Home Assistant Core sind, sind eben getestet und verifiziert, dass die auch wirklich nichts kaputt machen, die funktionieren mit allem und so weiter und so fort. Bei HACS ist das nicht so. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass alle Sachen auf HACS dein Home Assistant kaputt machen. Das heißt nur, das kann passieren. Und was das für dich heißt, wenn du Probleme hast mit Home Assistant, gerade mit Core-Plugins, nachdem du ein Community-Plugin installiert hast, solltest du zuerst diese Community-Plugins entweder deinstallieren oder die entsprechenden Integrationen entfernen, denn es kann eben gut sein, dass die Probleme von dort kommen. Außerdem solltest du tatsächlich nach jedem Plugin, was du installiert hast, deine Logs prüfen, ob vielleicht Fehler auftreten, die im Zweifelsfall nicht schlimm sind, die du aber vielleicht einfach dem Entwickler dieses HACS-Plugins melden kannst, damit das in Zukunft eben nicht mehr passiert oder sich zu einem schlimmen Fehler entwickelt. Genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Und hier steht nochmal drin, dass du also weißt, wenn du Probleme hast, so ähnlich wie ich das eben gesagt habe, dass du dann weißt, wie du alle deine Custom Components deaktivieren kannst. Also sprich zum Troubleshooten, wenn dann wirklich nichts mehr geht, solltest du eben wissen, wie du alle Custom Components deaktivierst. Da kommen wir in dem extra Video drauf zu sprechen. Für den Anfang mach dir darüber erstmal keine Sorgen. Dir muss nur klar sein, es kann eben sein, dass hier durch Probleme auftreten. Faktisch brauchst du es aber, wenn du was daraus benutzen willst. Wir gehen hier auf Absenden und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir uns mit unserem GitHub-Account anmelden und dieses Gerät, also unseren Home Assistant, in GitHub verifizieren, dass dann quasi dieses Gerät, also dein Home Assistant, über GitHub Pakete runterladen darf, denn HACS basiert auf GitHub. Das heißt also, GitHub ist eine Paketplattform oder eine Entwicklungsplattform, wie auch immer man das will, ein Repository, wie auch immer du es nennen willst, in der diese Pakete liegen, nicht nur die, auch ganz viel andere Software. Und HACS braucht eben diesen Code, um Sachen von dort runterladen zu können. Das sind auch sehr, sehr viele. Deswegen geht das eben nicht über die Gratis-API von GitHub. Deswegen musst du dir auf GitHub im Zweifelsfall einen Account anlegen, der ist kostenfrei und mach dir da keine Sorgen. Und wenn du dann einen Account angelegt hast oder dich mit deinem bestehenden angemeldet hast, kannst du diese URL hier öffnen. Und dann kopieren wir uns den Code von hier unten mit Steuerung C und fügen den hier mit Steuerung V ein. Und wie wir sehen, geht's nicht, war ja klar. Also schreiben wir ihn ab. 7B1C. Und dann noch 0D5B. Also 0D5B. Jetzt sagen wir Continue. Und was jetzt passiert ist eben, wir müssen hier noch einmal bestätigen, dass wir Home Assistant, also dem Custom Store, erlauben, unseren GitHub-Account zu benutzen. Dann können wir sagen, das autorisieren wir hiermit. Und jetzt geht es hier weiter. HACS erkennt sofort, dass das passiert ist und fängt jetzt im Hintergrund bereits an, Pakete herunterzuladen und HACS eben vorzubereiten. Wenn wir jetzt hier einen Bereich festlegen wollen, empfehle ich dir sowas wie einen Kontrollraum oder so anzulegen. Ich nenne meinen immer Control Room. Und fügen dort eben HACS an sich hinzu, denn das möchte ich nicht in irgendeinem wirklichen Raum drin stehen haben, das bringt mir nichts. Dann sagen wir Fertigstellen. Was wir jetzt sehen oder sehen sollten, ist eben, dass HACS hier installiert wurde mit einem Dienst und einer Entität. Jetzt an dieser Stelle sollten wir, ich sag mal, 10 bis 15 Minuten wirklich warten. Vielleicht machst du dir einen Kaffee oder irgendwas, denn wie gesagt, HACS macht im Hintergrund jetzt einige Sachen, lädt Pakete runter, blablabla. Alles furchtbar langweilig, auf alle Fälle sollte man das nicht unterbrechen. Deswegen gönn dir und wir sehen uns gleich wieder. Gut, okay, du hast jetzt hoffentlich 5 bis 15 Minuten gewartet, ich nicht, weil ich muss das Video aufnehmen und will heute noch fertig werden. Und genau, jetzt ist also HACS bei dir quasi fertig. Du siehst auch schon jetzt links in der Sidebar eben HACS als Bereich und wenn du hier raufklickst, solltest du eben sehen, dass du hier Integrationen hinzufügen kannst, diese genannten Custom Components. Du findest hier eben Komponenten für dein Frontend, kannst hier
nach heruntergeladenen Repositories suchen. Und falls du noch keine hast, kannst du die hier unten durchsuchen und herunterladen. Hier siehst du also schon, das sind Sachen für die Loveless UI, also für das Frontend, Dashboards, Karten und so weiter und so fort. Was es nicht alles gibt, kommt auch noch ein Video zu. Und genau, bei Integration eben dann die Integration, also Sachen, die im Regelfall Geräte oder Instanzen, Entitäten und so weiter eben in Home Assistant hinzufügen, die vom Standard nicht oder nicht so ausführlich wie hier unterstützt werden. Genau, falls du gar keine Ahnung hast, was du hier vielleicht machen kannst, schau dich einfach auf meinem Kanal um. Da findest du einige Videos, zumindest in Zukunft, zu Sachen wie Landroid einrichten und beispielsweise Raspberry Matic installieren und noch ganz, ganz vielen anderen Themen, die wir eben in Zukunft behandeln werden. Und genau, da kannst du ein bisschen Inspiration tanken. HACS läuft es bei dir auf jeden Fall. Wenn es übrigens so wie bei mir hier ist, bei dir, dass du HACS links nicht siehst, also du siehst das Icon nicht, aber den Menüpunkt schon, dann ist das hundertprozentig ein Browser-Cache-Problem. Das heißt also, du drückst, wenn du im Google Chrome bist, einfach die Steuerung-Taste, also du hältst die gedrückt und drückst dann einmal die Taste F5 auf deiner Tastatur. Was das macht ist, es lädt die Seite neu, aber ohne Browser-Cache. Und wie du siehst, bei mir ist jetzt das HACS-Icon da, sollte bei dir auch der Fall sein. Genau, falls es bei dir nicht klappt mit dem Cache-Lernen oder so, kannst du einfach googeln, wie man bei deinem Browser den Cache lernt und dann machst du das einfach und anschließend sollte das Icon eben da sein, falls nicht, nach einer Woche ist er spätestens da, weil dann ist der Cache abgelaufen. Genau, mehr gibt es eigentlich nicht zu wissen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen HACS-Plugin. Bis bald.